Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe zwei überwältigende, interessante Sendungen machen dürfen mit Lothar Hirneisen mit Bezug auf Krebs. Und zwei Dinge haben mich da im Moment unglaublich fasziniert und ich möchte Sie einfach auch bitten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich diese Sendung nochmals anzuschauen, weil es einfach sehr von Bedeutung ist zu wissen, dass hier eine Mutationstheorie aufgestellt wurde, die eigentlich schon längst widerlegt ist. Und auf der anderen Seite, was ich auch so gestaunt habe, dass Adrenalin ein ganz wichtiger Punkt ist in Bezug auf das Krebsgeschehen oder auch auf die Verhinderung von Krebs. Heute ist der Herr Lothar Hirneisen wieder da und ich möchte mit ihm wieder in das Thema Krebs reintauchen und bitte bleiben Sie einfach dran, wir legen sofort los. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Danke, dass ich hier sein darf, Alexander. Danke, große danke, Ehre, danke. Große danke. Logik. Also selbst meine Mutter ist ja vorne noch reingekommen und gesagt, das ist alles so logisch, was du sagst und irgendwie so peinlich. Dass die große Masse es nicht weiß und noch viel schlimmer, dass die Betroffenen davon nicht in Kenntnis gesetzt sind. Und ich möchte jetzt hier nicht dogmatisch sagen, es ist alles so, es soll jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind ein Fernsehsender, der auch andere Sichtweisen darstellen lässt. Aber für mich persönlich muss ich schon sagen, diese Logik ist mit meiner Unterschrift sofort versehen. Danke, danke. Also danke ganz herzlich für diesen bereichernden Weg und für die anderen Zuschauer nochmals. Auch das ist in deiner Bibel, in dieser Krebsbibel, dass die Erde eine Scheibe ist, oder? Ja. Alles enthalten. Ja, habe ich dort genau beschrieben, Also gut, dann kann man sich eigentlich nur wünschen, dass alle Betroffenen sich mal mit diesem Buch auseinandersetzen und diese erweiterte Sichtweise in die Diskussionen mit ihrem Arzt und Onkologen mit einbeziehen. Richtig. Und dann mal schauen, was dann der Arzt hier noch sagt oder welcher Weg der Patient dann geht. Das ist übrigens, was ich jedem Patienten rate. Es geht nicht darum, Ärzte schlecht zu machen oder sowas. Ja? Ich kenne ja, ich weiß gar nicht, ich habe über 1000 Ärzte in meinem Leben kennengelernt. Ja? Und ich würde sagen, dass 99% davon sehr gut ausgebildete und sehr intelligente Menschen sind und auch sehr humane Menschen. Nur was viele nicht verstehen, Patienten und Ärzte leider, es ist leider sehr lukrativ, Ärzte zu belügen. Ja? Und ganz viele humane, intelligente, gut ausgebildete Ärzte machen leider Quatschtherapien. Aber nicht, weil das schlechte Ärzte wären, nicht, weil die inhuman sind, nicht, weil die, wie wir im Schwäbischen sagen, geldgeil wären oder sowas. Ja, überhaupt gar nicht aus monetären Gründen. Sie machen es einfach, weil sie belogen wurden während dem Studium, in ihren Fachzeitschriften, auf ihren Kongressen. Es ist einfach leider sehr lukrativ, Ärzte zu belügen. Und das ist eigentlich das Problem. Ja, ich kann nur sagen, ich habe wunderbare Schulmediziner kennengelernt, ganz tolle Menschen, aber die machen einfach Dinge aus falschen Überzeugungen, ja. Gut, tauchen wir mal ein in die verschiedenen Krebstherapien, die es heute ja gibt und gehen mit ihr mal auch ein bisschen durch. Da gebe ich dir das Wort natürlich. Also im Grunde genommen gibt es ja eigentlich vier Arten von Krebstherapien. Das ist also zytostatisch, also zellzerstörend, dann immunmodulierend, Achtung, nicht immunaufbauend, da komme ich nachher dazu. Dann Ernährungstherapien und ursachensuchende Therapien. Das sind die vier großen Gruppen, die es gibt. Jetzt ist es so. Aber das ist nicht schulmedizinisch, diese vier Gruppen. Das sind deine vier Gruppen. Ha? Das sind meine vier Gruppen, ja. In der Schulmedizin ist es so, es gibt nur Zytostatika. Wenn man mal Operationen auch als zytostatische, also zellzerstörende Therapie dazu tut. Warum? Weil dahinter ein Kriegsweltbild der Onkologie steckt. Ja? Dieses falsche Weltbild heißt, eine Krebszelle ist böse und die muss man töten. Also wie die Bakterien und Viren, alles muss zerstört werden. Dass eine liebe Zelle böse geworden ist, das wird anerkannt. Dass aber eine böse Zelle, und leider wird ja immer noch dieses furchtbare Wort entartet benutzt in der Onkologie, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem wir Deutsche, eigentlich dieses Wort nicht mehr benutzen sollen. Ja, aber es wird immer noch benutzt. Dass also die entartete Zellen auch wieder lieb werden können, das wird so getan, wie wenn es es nicht gäbe. Oh, schon aber, wieder so ein Wort, das so unglaublich logisch ist. Aber Tatsache ist, es gibt ganz viele Studien, die beweisen, dass ein Tumor weggeht, ohne dass man ihn zerstört.
Also wir in unserem Zentrum in Stuttgart sind ja der lebende Beweis dafür, weil wir keine Tumore zerstören mit klassischen und auch fast nicht mit alternativen Therapien, sondern wir sorgen dafür, dass die Ursachen weggehen, die Leute in einen sogenannten Parasympathikus kommen und dann verschwinden die Tumore. Ja? So, also wieso gibt es diese Logik nicht? Wenn etwas böse werden kann, warum kann es nicht wieder lieb werden? Ganz ehrlich, das ist die richtige Frage ohne Antwort. Ja. Wenn man eine Antwort finden könnte, kann man fast nur sagen, leider, leider, leider monetär. Ja. Mhm. Also warum? In der Medizin mit Abstand die größte Fakultät, wo Geld verdient wird, ist Onkologie. Ja. Also viel besser, mehr wie in der Kardiologie, Chirurgie, Innere und so weiter. Das meiste Geld wird in der Onkologie, und zwar nicht durch die Therapie, sondern durch die Medikamente verdient. Es wird ein unglaubliches Geld verdient, ja. Und es ist einfach so, wenn man jetzt sagt, ja halt mal, wir könnten ja den Menschen auch therapieren, dass die Zelle wieder gesund wird, dann kann man all diese Therapien im Grunde genommen nicht mehr anwenden, weil diese Therapien ja alle darauf fokussiert sind, die Zelle zu töten. Und allein schon der Sprachgebrauch, der hier benutzt wird, ja, es wird immer gesagt, ja, der hat Krebs bekommen. Nee, man müsste sagen, er hat einen Tumor entwickelt. Sein Körper, sein Geist, seine Seele hat einen Tumor entwickelt. Allein wenn man einen anderen Sprachgebrauch benutzen würde, würde man da drauf kommen. Aber es ist so, Zytostatika haben auch in der Alternativmedizin, gibt es sehr viele zytostatische Therapien. Also als Beispiel Galvanotherapie, die du kennst, ja, also wo Anode, Kathode, Gleichstrom durchläuft und der Strom tötet eine Zelle. Vitamin C Hochdosis, Ukrain-Infusionen, das ist Schellkraut mit einem Chemopräparat gemischt. Es gibt also auch in der Alternativmedizin durchaus einige zytostatische Therapien. Warum gibt's die eigentlich? Ganz einfach, da draußen gibt es einen Markt für Zytostatika. Und dieser Markt heißt, ich möchte meinen Tumor möglichst bis nächste Woche weghaben. Mhm. Dass der über Jahre herangewachsen ist, es interessiert keinen. Das hast du auch gerade gut gesagt, ja. Nämlich immer kommt eine Diagnose und dann muss ich innerhalb von einer Woche weg. Das heißt, diese Panikmacherei ist nicht okay, oder? Nein. Also in der Psychoanalyse gibt es ja manchmal so Sprüche wie die Therapie darf auch so lange dauern, wie das Problem entstanden ist. Ja? Ja. Also wenn ich das jetzt in die Onkologie mal rüber tue, da darf also eine Therapie bei Blasen- oder Lungenkrebs, wo sicherlich mehrere Jahre gedauert hat, bis der Tumor nur ein Kubikzentimeter wurde, da darf ich auch mal ein oder zwei Jahre therapieren. Aber die Gefahr von der Metastasierung, was immer heißt, ist denn die Gefahr so groß da, dass sich dann wirklich weitere Zellen bilden, die eben auch im Gärungsprozess dann sind? Also, damit könnte man drei Sendungen jetzt mit diesem Stichwort machen. Ich versuche es mal in zwei Minuten zu packen. Ja? Super, danke. Achtung, ein Kubikzentimeter Tumormasse hat ungefähr 1,024 Milliarden Zellen, nicht Millionen, Milliarden, also über 1000 Millionen Zellen. So. Mhm. Das heißt, hier sind mindestens 30 und je nachdem, wie man es kalkuliert, bis zu 40 Zellteilungen sind schon geschehen. Und jetzt wird Folgendes behauptet. Die meisten Tumore sind übrigens schon größer wie ein Kubikzentimeter, wenn es entdeckt wird. Die sind eher im 2, 3, 4 bis zu 10 Kubikzentimeter Bereich. Ja? Also 3 mal 3 ist ja schon 9 Kubikzentimeter. Ja? Mhm. So, da werden erst viele Tumore entdeckt in dieser Größe. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich, sagen wir, 10 Milliarden Krebszellen. Und jetzt sagt der Arzt, nee, wenn du 10,1 Milliarden Krebszellen hast, also 6 Wochen später, dann metastasiert uns das ganze Ding. Das Ding hat es schon 5 Jahre gebraucht, bis es da hoch ist. Wenn es metastasieren wird, dann tut es das da. Und dann kommt ja noch was, wenn ich das noch kurz in eine Minute abhandeln darf, richtig Schizophrenes in der Onkologie. Der Arzt, der sagt, Achtung, so eine Zelle könnte metastasieren, wenn du dich nicht nächste Woche operieren lässt. Weißt du, was der nachmittags macht? Morgens sagt er das bei der Visite zu seinen Patienten, dass der schnell eine Biopsie macht. Ja? Nachmittags tut er das dann aufschreiben, die Biopsie. Jetzt ist es ja einfach so, wenn ich einen Kubikzentimeter Tumor habe und ich steche da rein, die Nadel ist, sage ich mal, so 2 Millimeter. Ja? Jetzt sticht er da mindestens 1 Zentimeter da rein. Ja? Wenn der das jetzt rausholt, holt er ja die Masse für die Pathologie von zig Millionen Zellen raus. Nur, ich kann nicht in ein Gewebe reinstechen, ohne dass es rausblutet. Geht einfach nicht. Ja? So, das heißt,
Millionen von Krebszellen gehen jetzt aus dem Tumor aus und verteilen sich im Gewebe. Das ist aber der gleiche Professor, der morgens noch an der Universität oder im Krankenbett unterrichtet hat, eine Krebszelle, die sich da ins Lymph- oder Blutsystem im Körper herumwandelt, könnte eine Metastase machen. Aber und mittags macht er Millionen von Krebszellen ins Gewebe. Wenn das nicht schizophren ist, dann weiß ich nichts mehr. Also ich sage immer den Ärzten, ihr müsst euch mal entscheiden. Also wird eigentlich immer Biopsie gemacht? Ja. Weil das ist ja dann effektiv jedes Mal eine ganz große Gefahr. Ja, ja. Aber es ist ja immer eigentlich letztendlich die Verifizierung einer voraussichtlichen Diagnose ist ja die Biopsie, oder? Dann hat man schriftlich. Aber ich muss die Ärzte hier in Schutz nehmen. Was vielen nicht bewusst ist, man ist heute nicht nur Arzt, man ist als Arzt immer auch noch Rechtsanwalt. Mhm. Man muss sich immer schützen. Mhm. Und es gibt zwei Angriffspunkte gegenüber Ärzte. Das eine ist die mangelnde Aufklärung bei einer Therapie. Mhm. Da kann man Ärzte ziemlich gut vor Gericht erwischen. Und das zweite ist eine, sag mal, nicht genügende Diagnostik. Ja, Beweis. Und deshalb haben wir diese totale Überdiagnostik heutzutage. Ja? Also wait and see, dass man mal wartet, dass man mal schaut, was passiert mit einem Tumor und was auch immer. Das gibt es eigentlich in der Onkologie nicht. Ärzte gehen, was ich ehrlich gesagt gut verstehen kann, ich wüsste nicht, was würde ich machen als Arzt, wenn da jeden Tag Leute kommen. Wenn du da 70 Patienten womöglich am Tag siehst, ist die Chance, dass dich da einer in diesem Jahr verklagt, bei, sagen wir, 6.000 bis 8.000 Patienten, die ist ziemlich groß. Und das entgehe ich einfach, indem ich eine Überdiagnostik mache. Ja? Und dann ist es leider so, ich darf als Chirurg, als Onkologe und als Radiologe nicht einfach eine onkologische Therapie machen ohne einen Pathologiebericht. Das ist einfach Gesetz. Dieses Gesetz gab es früher übrigens nicht, in den 80er Jahren. Also ich habe als Krebspatient überhaupt gar keine Chance, auf eine Biopsie zu verzichten und trotzdem den schulmedizinischen Weg zu machen. Ich muss das machen und habe die große Gefahr, dass durch die Biopsie eigentlich diese Metastasierung erst richtig losgeht. Richtig. Und dann geht es 3 bis 5 Jahre und ich habe ein Rezidiv. Ja. Ja, es wird auch immer behauptet, dass das nicht stimmen würde, was ich hier sage. Mhm. Ja? Also, dass Biopsien doch nicht zu neuen Tumoren führen oder so. Ja? Ich habe schon mal, wer einen Vortrag von mir im Internet gesehen hat, der kann dort sehen, da liste ich 50 solcher Studien auf. Ich habe aber noch mal 500 in meinem Computer. Ja? Also, das ist absoluter Nonsens. Es gibt unglaublich viele Studien, die das beweisen. Natürlich führt nicht jede Biopsie zu einer Metastasierung. Das sage ich ja überhaupt gar nicht. Ja? Weil in unserem Körper werden ja permanent Krebszellen erzeugt, ja. Und unser Körper weiß sehr wohl, mit diesen Zellen, die er ja selber kreiert, umzugehen und die auch wieder rückgängig zu machen, ja. Das hängt also schon vom Milieu, wo wir im letzten Video drüber gesprochen haben, ja. Das hängt schon vom Milieu ab und in welcher Situation jemand ist. Aber es ist ja klar, da brauchen wir ja nicht studiert haben, die Chance, dass wenn mehrere Millionen Krebszellen sich ins Gewebe durch eine Biopsie absetzen. Und das Milieu schlecht ist. Und das Milieu jetzt schlecht ist, und womöglich das Immunsystem im Moment auch nicht optimal funktioniert, dass dann die Chance eines neuen Tumors, einer Metastasierung größer ist. Ich meine, das versteht wirklich jeder. Ja? Und das ist wirklich etwas Schlimmes. Zum Beispiel vor 30, 40 Jahren, wo es so die sogenannte Management Disease Programme, diese Leitlinie noch nicht gab, ja, da war es nicht nur in Deutschland, auch hier in der Schweiz ganz normal, eine Frau mit Mammakarzinom, die hat man operiert. Die kam auf den OP-Tisch, man hat den Tumor herausgeschnitten, man hat ihn in die Pathologie runtergeschickt, hat 5 Minuten Rock'n'Roll-Musik angehört im OP, hat man gewartet, bis der Pathologe zurückruft und sagt, maligne, also bösartig oder nicht bösartig. Ja. Ja? War es nicht bösartig, hat man einfach zugenäht. War es bösartig, hat man eine saubere sogenannte R0-Resektion gemacht, also noch 2-3 Zentimeter im gesunden Gewebe geschnitten. Und das haben wir mit Galvanotherapie eigentlich verhindert, die denn natürlich dieses von außen nach innen verkochen. Aber dort hat man eins niemals gemacht, da reinstechen. Ja, nie. Niemals. Ja. Weil ganz viele Tumore ist noch etwas anders. Die haben eine sogenannte Verkapselung. Also die Dichte am Rand ist größer wie innen drin. So. Und wenn ich da jetzt reinsteche, mache ich die Verkapselung kaputt. Deshalb sollte man auch nie Mammografien übrigens machen. Ja? Wenn ich den Tumor jetzt zerquetsche, ist die Gefahr, dass ich die Verkapselung zerstöre, relativ hoch.
Deshalb lieber ein MRT oder eine PET-Untersuchung oder auch ein sehr, sehr gutes Ultraschallbild. Also da brauche ich... mit Infrarot gemacht. Oder Infrarot. Weil man die erhöhte Durchblutung sieht. Oder? Absolut. Also nie, ich kann nur raten, niemals eine Mammographie. Ja? Weil wenn es schief läuft, läuft es halt richtig schief. Ja. Aber das wissen heute auch schon 50% in der Schulmedizin. Also die sind ja heute auch schon sehr kritisch natürlich zu diesem Mammographie. Ja, aber schau... man muss einfach sehen, ein Krankenhaus oder auch eine Privatpraxis ist ja nicht nur jetzt irgendwas für Therapie. Das sind ja alles Firmen mit einem Management und einem Marketing, die Geld verdienen müssen. Und wenn ich so ein Mammographiegerät habe, muss ich das amortisieren. Also werde ich niemanden davon abhalten. Ja? Also ja, man ist da einfach drin. Aber ich gehe mal zurück. Aber Sie, ich finde das gerade das Schlimme. Weißt du, da kann bis zu 50 kriegst du ein Schreiben, du sollst mal zu einer Mammographie kommen. Und wenn du dann nicht kommst, kriegst du einen Anruf, aber sie könnte ja krank werden. Da wird schon wieder mit der Angst gearbeitet. Ja. Und ich finde einfach, und das erinnere ich an das, was mir der Professor Schuberg gesagt hat, eine Diagnose sollte heutzutage nur in Zusammenarbeit mit einem Psychologen gemacht werden, weil einfach diese selbsterfüllende Prophezeiung durch die Diagnose einfach kommt. Ja, also ich würde eigentlich mal gerne einen Musterprozess auch führen hier. Nicht, weil ich Ärzte nicht mag. Ich habe ja so viele Freunde, die Ärzte sind. Das ist totaler Nonsens. Ich werde manchmal so als Ärztehasser dargestellt, ja, weil ich einfach Ärzte kritisiere. Aber das ist natürlich vollkommener Nonsens. Ganz im Gegenteil. Ganz viele meiner Freunde sind Ärzte, ja. Was hier einfach gemacht werden muss, ist... man muss diese Last den Ärzten wegnehmen, ja. Die müssen wieder entscheiden dürfen, ja. Aber heute gibt's überall Leitlinien und Ärzte können gar nicht entscheiden. Aber zurück zu, was gibt es eigentlich, ja? Es gibt diese zytostatische Therapien in der Schulmedizin, gibt es nur diese? Aber auch in der Alternativmedizin wird dieser Markt von, bitte mach mir den Tumor ganz schnell weg, ja, den gibt es dort auch, ja, und mit Galvano, mit Vitamin C, mit Ukrain und so weiter, ja, den gibt es dort auch. Was es in der Schulmedizin ein bisschen gibt, sage ich mal, ein bisschen, sind sogenannte immunmodulierende Therapien, ja, also Antikörper. Antikörper sind zwar zuerst mal dazu da, also auch Krebszellen zu töten, abzusterben, aber manchmal gibt es bestimmte Mechanismen über das Immunsystem, also über, vor allem über bestimmte Zellen des weißen Blutbildes, um diese Zellen zu töten, ja. Also die verändern das Immunsystem. Aber. Es wird ja oft behauptet, Krebspatienten haben ein schlechtes Immunsystem. Weil die falsche Logik hinter diesem Gedanken ist folgende. Würde das Immunsystem des Patienten gut funktionieren, dann würde das Immunsystem ja diese Krebszellen abtöten und dann hätte der keinen Tumor. Hört sich zuerst mal logisch an. Ja, aber es ist eigentlich eine Überlastung, oder? Das Immunsystem ist komplett falsch, weil, nochmals, und hier der Sprachgebrauch, wenn ich einen Tumor habe, habe ich den entwickelt. Nicht ich habe Krebs bekommen. Von wo bekommen? Nein. Vom Nachbar oder woher? Ja? Nein, ich habe diesen Tumor entwickelt. Mein Körper, meine Seele, mein Geist hat diesen Tumor entwickelt. Und da gibt es ja einen Grund dafür. Mhm. Ein Tumor ist ein Symptom. Das verstehen schon viele nicht, ja, weil sie denken, das wäre die Krankheit. Nee, ein Tumor ist ein Symptom der Erkrankung Krebs. So. Und dieses Symptom hat mein Körper entwickelt als Regulation. Also ich zum Beispiel benutze das Wort Krankheit so gut wie gar nicht, sondern ich sage einfach statt Krankheit Regulation. Also die bestmöglichste Antwort des Körpers auf Situationen. Auf eine Situation, ja. Also jetzt verstehen viele nicht, das ist doch sagen Nonsens, was soll denn etwas Gutes sein in einem Tumor? Warum? Weil die das nicht wissen. So, was macht ein Tumor Gutes? Nennen wir ein paar Punkte. Erstens mal, er verbraucht 20 Mal so viel Zucker. Habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt mit Adrenalin, warum das so wichtig ist, mehr Zucker zu vergären, weil die Zelle sonst absterben muss. Ja, ganz viele Tumore sind mit Pilze durchzogen. Jetzt ist es so, Pilze, die im Darm zum Beispiel vorkommen, ist sehr positiv. Wir leben ganz normal mit Parasiten, mit Bakterien, Viren, Pilzen. Das ist in einer normalen Harmonie. Aber Pilze haben einen Nachteil. Wenn die sich aus dem Darm wegbewegen und vor allem Richtung Gehirn, töten sie uns. Und wenn der Körper das merkt, dass es da Probleme gibt, dann tut er eine Stelle kreieren im Körper, wo er die Pilze einsammelt. Also es gibt Studien, wo bis zu 70% bei bestimmten Tumoren mit Candida-Pilzen zum Beispiel durchzogen waren. Ja? Also der Körper sammelt diesen Pilz auf. Dann agiert ein Tumor als zweite Leber zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Leber hat
unglaubliche Entgiftungsmöglichkeiten. Ja? Aber manchmal ist die Leber überfordert, zum Beispiel bei bestimmten Schwermetallen. Und dann kreiert der Körper einen Tumor, um diese Schwermetalle an einer Stelle einzusammeln. Weil wenn die sich im ganzen Körper bewegen, ist es ziemlich tödlich manchmal. Und deshalb ist es besser, das natürlich in einem Tumor einzusammeln und in diesem Tumor auch zu verbrennen. Und so weiter. Ich könnte jetzt noch viele Gründe nennen. Ja? Finde ich logisch wieder. Also ein Tumor ist ein von der Evolution erzeugtes System, das nur einen Grund hat, dich am Leben zu halten. Weil, gehen wir mal 20.000 Jahre in der Evolution zurück, ja, wo es keine Ärzte, wo es kein Insulin gab und keine Diabetes-Diagnostik. So, jetzt hast du zu viel Zucker in der Zelle. Vor 20.000 Jahren. Was sind die Symptomatik von zu viel Zucker in der Zelle? Ja? Deine Augen gehen kaputt, deine Nieren gehen kaputt und deine Gefäße, also viele Entzündungen, ja, gehen kaputt. So, jetzt überleg mal, vor 20.000 Jahren, du kannst nicht richtig gehen und nicht richtig sehen. Da ist deine Überlebenschance da draußen geht ziemlich runter und zwar ziemlich schnell. Du warst Futter. Ja, du wirst Futter für andere, so ist es. Ja. Und zwar ziemlich schnell. Da ist es natürlich von der Evolution ein extrem gutes System, einen Tumor zu kreieren, weil mit einem Tumor kannst du ja Monate, ja, wenn nicht ganz sicher sogar jahrelang noch leben. Und jetzt hast du ja die Möglichkeit, die Problematik, die zu diesem Tumor geführt hat, zu ändern. Also du siehst, die Evolution macht etwas unglaublich Intelligentes, indem es hier einen Tumor kreiert. So. Also jetzt wird der Tumor plötzlich zu deinem Freund, hä? Ja, der Tumor. Zu deinem Lebensretter. Ja, und wir müssen Krankheiten bzw. Regulationsmechanismus, ich sage das immer, in einer Zeitlinie sehen. Ja? Am Anfang ist jedes Symptom gut. Jedes. Wenn du Durchfall hast. Unangenehm, aber gut. Mhm. Wenn du einen hohen Blutdruck hast, dann sorgt er für eine bessere Kapillardurchblutung, für eine bessere Organdurchblutung, dass besser Proteine in die Wände gedrückt werden und so weiter und aber so fort. Aber chronisch ist am Schluss bringt es dich um mit Schlaganfall, Herzinfarkt, was weißt du ich was. Ja. Beim Tumor ist genauso. Am Anfang, er verbrennt mehr Zucker, er sammelt Pilze auf, er sammelt Schwermetalle auf, er macht all diese guten Dinge. Am Schluss tötet dich der Tumor. Ja? In der Schulmedizin ist es aber so, alle Symptomatiken, die Menschen haben, egal ob hoher Blutdruck oder Tumor, werden nur betrachtet mit dem Ende. Es wird nicht am Anfang angeschaut, warum hat der Körper eigentlich diesen Tumor entwickelt. Und jetzt kommen wir zurück zum Immunsystem. Es wird ja immer behauptet, Krebskranke haben ein schlechtes Immunsystem. So, wenn dem denn so wäre, dann würden die Nenschis, das ist ein Volk in Russland, die haben einen Gendefekt wahrscheinlich, da kommt es, die haben ein ganz schlechtes Immunsystem. Also die haben zum Beispiel ganz wenig weiße Blutkörperchen. Haben die vermehrt Krebs? Nee, haben sie nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben viel weniger Krebs. Dann gibt es die Gruppe der organtransplantierten Menschen, also die zum Beispiel eine neue Niere bekommen, ein neues Herz oder so. Ja? Da gibt man dann ja über Jahre, sagen wir so eine Mini-Chemotherapie, um die Abstoßungsreaktion zu unterdrücken. Ja. Das heißt, die haben ein ziemlich schlechtes Immunsystem. Haben die jetzt mehr Krebs? Überhaupt gar nicht. Es gibt eine Studie aus Budapest, die haben sogar gezeigt, dass die weniger haben. Dann gibt es noch mal eine schöne Studie, und zwar von zwei amerikanischen Krankenkassen. Denen ist Folgendes aufgefallen. Wenn Menschen schwere Autounfälle mit vielen Knochenbrüchen haben oder mit schweren Verbrennungen, ja, und die kommen jetzt ins Krankenhaus, dann ist die Durchschnittszeit, ich sag mal, 3 Monate, wo die im Krankenhaus sind. Wenn die jetzt noch gerade zufällig krebskrank sind, wenn sie einen Autounfall haben, ja, dann sind die schon nach 2 Monaten entlassen. Weil die Haut heilt schneller, die Knochen heilen schneller zusammen. Also das Immunsystem, das dich heilen lässt, arbeitet viel besser bei einem Krebskranken. Und das wird nicht verstanden. Ähnlich bei Mäuse, ja. Wenn man bei einer Maus jetzt zum Beispiel mit Teer einen Tumor kreiert, ja. Jetzt möchte man die Maus töten, ja. Und ich sag mal, ich brauche 100% von einem Gift, um die Maus zu töten, ja. Wenn ich jetzt eine Maus habe, die einen voll entwickelten Tumor oben auf der Haut hat, dann brauche ich bis zum 10- und 20-fachen der Giftmenge, um diese Maus zu töten. Wenn ich der also Gift spritze, stirbt die mir einfach nicht. Warum? Weil der Tumor dieses Gift aufnimmt und verarbeitet. Weißt du, ich habe das so noch nie gehört. Das ist so logisch. Schon wieder, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja. Aber ich finde, das ist auch gleich ein Höhepunkt, um aufzuhören. Ja. Denn jetzt können wir eigentlich nur noch den Menschen sagen, lest ein Buch. Und zwar, du hast alles zusammengefasst. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Ratgeber, um die Sachen zu hinterfragen. Ist das wirklich ein Feind in meinem Körper oder ist es mein Freund?
Habe ich noch nie gehört. Echt, ja. Du bist wirklich ein Genie. Ganz ja, danke, großes danke, Kompliment. Danke, ja. Lieber Lothar, kein Wunder, bist du seit 20 Jahren auf der großen Bühne und wirst auf allen Seiten beschossen und bekämpft. Aber das ist revolutionär. Schon die dritte Sendung mit dir, wieder so logisch. Ja. Ich komme als Nichtmediziner nicht drum herum, wirklich zu sagen, man muss dein Buch gelesen haben. Wie heißt das schon wieder? Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Ja, ich will da einfach den Leuten mit diesem ohne Zweifel provokanten Titel einfach mal zum Nachdenken anregen. Ist es wirklich? Weil vielleicht darf ich den einen Satz noch sagen. Wenn heute jemand eine Chemotherapie macht und überlebt die, dann wird ja geheißen, er hat überlebt dank dieser Chemotherapie. Stirbt er, wird gesagt, trotz der besten Therapie, die du bekommen hast, es hat nicht gereicht. Ja, also man ist als Schulmediziner, egal was man macht, immer auf der guten Seite. Niemand fragt, das hat übrigens die berühmte Frau Dr. Johanna Budwig zu mir gesagt, die hat gesagt, wissen Sie, Herr Neisse, zu mir, niemand fragt jemanden, der an Chemotherapie gestorben ist, der vielleicht auch wegen der Therapie gestorben. Und niemand, der eine Chemotherapie macht und überlebt, wird gesagt, hat er vielleicht überlebt, obwohl er diese Therapie gemacht hat. Ja? Das sind also Fragen, die darf man ja heute gar nicht in der Onkologie stellen, weil sonst kommt gleich irgendein Narrativ mit irgendwelchen bösen Wörtern, also in eine Ecke, wo man dann gedrängt wird. Ja? Müsste aber so wie du jetzt auch, du erkennst es sofort, du verstehst es sofort. Warum? Weil du genauso wie ich logisch denken kannst. Viele Menschen können das leider nicht. Jetzt hast du vorhin noch einen ganz berühmten Namen genannt und ich befürchte, dass die meisten Leute das nicht mehr wissen, wer die Frau Dr. Budwig ist. Und darüber sollten wir auch mal noch reden. Da sprechen wir auch noch mal darüber, auf jeden Fall. Es wird uns nicht ausgehen. Auf jeden Fall, ich bin überwältigend. Wieder eine 6-Sterne-Sendung. Lieber Lothar und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe einfach, dass diese Logik dahinter wirklich auch für uns alle verständlich ist. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, dass diese Sendung auch an Leidtragende weitergereicht wird, sodass sie eine erweiterte Sichtweise sehen zu diesen Dingen, die in ihrem Körper passiert sind oder geschehen sind und vielleicht die ein oder andere ergänzende Therapiemöglichkeit in ihren Plan, Therapieplan mit einbeziehen, damit sich einfach wirklich auf der Ursache-Ebene was tut und nicht nur auf der Wirkungsebene. Das kann ich mir noch ganz von Herzen wünschen und habe heute gemerkt, dass ein Tumor ein Freund sein kann, der einfach dazu da ist, gewisse Dinge wieder ins Lot zu bringen. So habe ich es nie gesehen, aber es ist völlig verständlich. Alles Gute, danke für Ihre Mithilfe und für die Verbreitung. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.